Heute schauen wir uns mal einen Spezialschlag an, nämlich den, der dann entsteht, wenn man einfach zu lang daheim ist. Man sagt ja, man kriegt dann den Blues. Und das ist so der Versuch, einmal sowas ein bisschen darzustellen, musikalisch im Boot. Also, aufgelöst. Das Ganze muss ein bisschen langsamer passieren. Das ist eh super. Von der Bahnschrift her. So. Jawohl, mein liebes Handy, du bist glaube ich ein bisschen aus der Reihe, gell? Yes! Und ich glaube, ich muss da vorne die Kamera ein wenig verstellen. Ich muss jetzt einmal schauen, ob ich das mit dem Paddel machen kann. Ich glaube nämlich, dass sie da zwei auf Zeiten schauen. Auf jeden Fall. Still I've got the blues. Steht ja für das. Steht ihm. Oder steht eben gerade für das, dass man alleine daheim sitzt. Oder alleine im Wald ist. Und dabei nichts hat außer sich selbst. Und die Natur, wobei die Natur eh reich ist. Und darum zeige ich euch heute einmal ein Paddelschlag, den man dann braucht, wenn man auf der Birsch ist. Jetzt mal huchen, das ist ganz leise. Da muss ich kurz die Kurve machen. Ich tue da ein bisschen Paddelschläge durcheinander bringen, gell? Für die Profis und euch. Sprich nämlich, ich verbinde alle möglichen Konstruktionen zusammen, inklusive Starken, weil das so seicht, dass ihr
so tief. Johanna, bist du noch da? Johanna, bist du noch da? Magst du da mal, ich fahr da jetzt zu, magst du die Kamera vorne mal richten? Die schaut nämlich, glaube ich, irgendwie vorbei bei mir. Siehst du das, wo die hinschaut? Du bist aber nur bis daher drauf. Ja, kannst du es ein bisschen also herstellen? Du brauchst es nur. Warte, ich fahre wegen zugehen. Okay. Also vorsichtig nehmen, das Handy und ein bisschen nach oben kippen und dann noch 3 Sekunden so halten. Nimm's und raus. Geht ein bisschen gegen den Widerstand. Und auslassen. Sollte nicht so stört. Jetzt hat es einen Ruckler gemacht. Und, ja, und seitlich. Seitlich passt, also weil man sieht da noch, das ist zwar diese Leisten, das Dunkle wo dabei. Wo bin ich? Du bist in der... Was ist drauf? Was ist da herüben drauf? Du bist nur so viel Wasser von der Seite. Okay. Und da ist passt. Mehr. Also weil das ja dann... Ja. Das ist eben mehr. Jetzt bist du. Ja, okay. Wie geht's an das? Wenn ich das so mache, sieht man die ganze Gitarre. Ja, du sagst auf den Klappen. Ja, sieht man, ja. Du hast auch noch ein bisschen schräg gestellt, dass zu dir aufschaut. Warst du auf? Und wenn du immer mit dem Spatel, drückst, sicher ist. Ich Stück weiß. Drauf, gell? Ausschalten ist auf, dann reck drauf einmal. Nein, das ist. Wenn man da zweites Mal drauf gedrückt hat, was passiert dann? Auf Rec? Ich hab gerade noch mal drauf gedrückt. Wenn es blinkt, oder leicht durchgehen. Rot, leicht durchgehen. Wenn es auf, dann nimmt es auf. Ah, okay. Also ausschalten ist das Quadrat. Genau. Und dann kannst du ja wieder einschalten, dann blinkt es und dann kannst du erst richtig rein. Okay. So, mein Plato, das ist gut. Das ist ja alles spürt. Ja, der Wind nimmt mich mit. Ich muss kurz changen da. Hier ist mal der Zuschauer. Ihr seht ja gar nicht, was wo ich überall hinfahre. So, dann machen wir jetzt diesen Paddelschlag nochmal. Der lautlose Paddelschlag. Der ist vor allem ganz. Vom Körper her brauche ich keinen rechten Einsatztag. Aber ich bewege das Paddel so.